Warum blieb mir damals nichts anderes übrig, mich mit der Permakultur zu beschäftigen und mich auch noch dazu zu entscheiden, ein eigenes Permakulturprojekt? Die Tatsache, wie dreckig wir mit der Natur umgehen, wie abscheulich wir Tiere behandeln, wie wir zum Teil mit anderen Menschen umgehen und auch doch die ganze Ausbeutung in den ganzen Bereichen. Das sind Nebengründe, die das Puzzle vervollständigen. Der Grund, warum ich mit dem Puzzle angefangen habe, war die pflanzliche Rohkost und aus gesundheitlichen Gründen. Damals waren leider andere Rohköstler für mich die Vorbilder, die wenig Ahnung von der Rohkostreinigung hatten und mit sehr skurrilen Tipps und Tricks dahergekommen sind und eigentlich auch nur mehr ins Verkauf gegangen sind und ich halt auch deshalb sehr stark abgenommen habe und dann auch die schlimmste Zeit in meinem Leben durchgemacht hatte. Erst nach meinem kompletten Absturz habe ich dann das nötige Wissen gefunden, mir angeeignet und letztlich dann auch zum Funktionieren gebracht. So, zu dieser Zeit war ich Student, habe da auch meine ganze Kraft da reingesteckt, damit ich da gute Noten habe. Meine finanzielle Situation sah auch dementsprechend aus, zumal ich auch noch von einer Einwandererfamilie komme, die auch jahrelang finanzielle Probleme hatte, wodurch man sich halt auch nicht immer alles leisten konnte. Mein damaliges Gewicht und auch mein Essverhalten ist auch heute noch sehr ungewöhnlich und komisch für sehr viele Leute, weil es ja auch nicht so viele Rohköstler gibt und halt die ganzen Sachen einfach mal so roh zu essen oder auch mal einfach eine ganze Zucchini reinzubeißen, das sieht man halt auch nicht alle Tage. Oh my. Und im Studium auch bei Nebenjobs gab es dann deshalb immer den einen oder anderen Lächer über mich. Da hat man mich ausgelacht. Im Studium habe ich auch angefangen, das System etwas kritischer zu hinterfragen. Die Kombination mit der Kritik und auch mit meinem Essverhalten hat mich auch dazu veranlasst, dass ich mein Wirtschaftsinformatikstudium abbreche und zwar im fünften Fachsemester, als ich dann ein Praktikum an einem großen Konzern gemacht hatte und mir allgemein dieses Büroleben oder auch diese Arbeitswelt dort, wie ich sie vorgefunden habe, überhaupt nicht gefallen hat und ich das nicht bis zu meinem Lebensende machen wollte. Zum Beispiel die ganzen Lästereien hinterm Rücken sind mir so richtig auf den Sack gegangen. Nichtsdestotrotz wollte ich auch meinen Teil für die Gesellschaft beitragen und habe auch nach Arbeit gesucht, so Minijobs, einfach um auch nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, um halt auch die finanziellen Probleme loszuwerden und auch endlich mal auf eigenen Beinen zu stehen. Allerdings gab es damals sehr viele Probleme. Körperlich und mental bin ich in ein tiefes Loch reingefallen, musste auch da erst langsam rauskommen. Und in dem Zustand, in dem ich damals war, wollten mich halt Leute ungern einstellen, weil sie ja halt dachten, ich wäre halt zu schwach, würde dann irgendwelche Unfälle verursachen, da wollte dann keiner die Verantwortung übernehmen. Und als ich dann auch Arbeit bekommen habe, dann wurde ich halt auch ziemlich schlecht behandelt bei schlechter Bezahlung, wo ich das dann auch nicht machen wollte. Und teilweise wurden auch schon sehr hohe Ansprüche gestellt und dafür auch noch schlecht bezahlt. Ja, und ich möchte auch hier niemandem etwas vorwerfen. Zu der Zeitpunkt, in der ich mich befand, körperlich und auch mental nachvollziehbar, dass mir da jetzt keiner Arbeit geben möchte und dann vielleicht noch Geld verschwendet und die Arbeit nicht richtig gemacht wird. Am Ende war ich dann doch sehr verzweifelt und wusste nicht, wie ich mir jetzt etwas im Leben aufbauen kann, um unter anderem auch finanziell gut dazustehen. Damals die Sozialhilfe habe ich nicht beantragt, weil ich es einerseits nicht wollte und ich glaube, mir wurden auch gar keine gewährt, weil ich Student war, habe da noch nie gearbeitet und ich lebe halt noch bei meinen Eltern. Ein Mann mit einem anspruchsvollen Leben hat mir dann die Chance gegeben, und zwar ein klein, großer Bauerngärtner, der mich dann mitgenommen hat auf seinem Anbau, wo ich ihm auf seinem Acker aushelfen durfte, bei den Tomaten, im Gewächshaus und auch bei der Ernte, alles drumherum, der mir dann sozusagen die ganzen Grundlagen vom Gärtner beigebracht hat, auch von der Selbstversorgung und mich dann auch in Richtung Permakultur gebracht hat. Ja, für mich sehr passend und schöne Erlebnisse. Ich wollte draußen in der Natur, in der frischen Luft, in der Sonne arbeiten, mich körperlich betätigen, damit ich auch besser meinen Körper aufbauen kann und auch chemiefreies und gesundes Obst und Gemüse auch anbauen, weil das natürlich auch die Ansprüche für mich gewesen sind, warum ich dann auf die Rohkost umgestiegen bin, weil ich das, den ganzen Irrsinn, der in der Landwirtschaft gemacht wird mit den ganzen Pestizidenspritzen, ich überhaupt nicht gut finde. Eine Zeit lang habe ich ihnen jeden Tag freiwillig ausgeholfen und dann habe ich als Dank dafür immer einen kleinen Teil von der Ernte abbekommen und habe dann gutes Obst und Gemüse halt bekommen. Wenn er dann zu viel war, habe ich es dann auch mal weiter an Freunde und Familie gegeben. Und meinem Bauernfreund wurde dann im Jahr 2017 oder auch 2018, das ist jetzt schon ein bisschen lange her, dann die Fläche in einem Neubaugebiet angeboten, die 1000 Quadratmeter, die er dann ablehnte und gesagt hat, ich soll dann noch dann die Fläche bekommen, um mein eigenes Permakulturprojekt zu starten. Und so hat dann das Ganze hiermit auch mit YouTube nochmal angefangen, dass ich dann meinen Kanal Richtung Permakultur umgedreht habe und dann einen Anbau in größerem Maße nachgehe. Internetpräsenz
eigene Webseite aufgebaut mit vielen verschiedenen Angeboten, von Saatgut bis hin zu eigenem Obst und Gemüse und auch Kurse, die ich anbiete oder auch das Coaching, bis hin zu den ganzen Social Media Kanälen, die ich betreibe. Hauptding zum Beispiel jetzt die ganzen YouTube Videos her, wo ich mir auch das ganze Zeug selbst beigebracht habe, und das halt ergänzend zu dem Anbau, den ich auch damals hatte, wo ich dann auch sehr viel Zeit und Kraft da reingesteckt habe, um die Beete aufzubereiten, zu sehen, ernten, verkaufen, neue Kunden zu gewinnen, die auch gerne meine Ernteüberschüsse annehmen. Für mich ist das die beste Möglichkeit. Ich kann mein eigenes Obst und Gemüse anbauen in der besten Qualität, weil ich da auch sehr einen hohen Anspruch drauf lege. Kann das auch noch weitergeben an Freunde, Bekannte und auch meine Kunden, die auch noch davon profitieren und auch zu preiswerten Preisen. Preiswerte Preise. Ich arbeite körperlich an der frischen Luft und an der Sonne und kann auch meine Arbeitszeit frei einteilen, was ich auch sehr wertschätze. Zusätzlich kann ich noch meinen Senf ins Internet raushauen als Inspiration, dass halt immer mehr Leute diesen Weg einschlagen, sich mehr mit der Natur beschäftigen und auch etwas für die Natur tun, damit wir halt unter anderem wieder mehr Wälder haben, mehr frische Luft, weniger Verschmutzungen und qualitativ hochwertigeres Gemüse in vielen verschiedenen Orten, wo halt dann alle Menschen davon profitieren können. Und ich letztlich auch davon, weil ich irgendwo rumkomme oder rumreise, ist doch schön mal schönes, leckeres Obst und Gemüse auch dort zu essen zu können und nicht nur zu Hause. Und auch überall schöne Natur zu haben und frische Luft. Und diese freie Zeiteinteilung finde ich halt auch deshalb sehr wichtig, weil ich dann dadurch auch meinen Sport und auch meine Kampfkunst besser koordinieren kann, dass ich mich da auch ordentlich die Zeit nehmen kann. Und selbstverständlich neben den Vorteilen gibt es auch sehr viele Nachteile im Vergleich zu dem Angestelltenverhältnis. Das heißt, du hast immer eine fixe Bezahlung unter anderem. Wenn du krank bist, kannst du dich krank schreiben, wirst dann trotzdem bezahlt. Ist jetzt als Selbstständiger jetzt eher weniger der Fall. Wenn du da keine Arbeit machst, dann verdienst du auch kein Geld. Ich tue mich halt ein bisschen schwer mit dem Angestelltenverhältnis, weil ich halt auch in dem Bereich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also bei meinem Fachpraktikum im Büro einerseits sehr viel sitzen. Wenn draußen die Sonne geschienen hat, warst halt trotzdem drinnen. Wolltest dich bewegen, konntest eigentlich nicht und lange in dem Bildschirm. Stand, das war halt alles für mich jetzt eher weniger. Ich wollte mehr draußen in die Natur und dort meinen Körper halt ordentlich bewegen, weil ich halt schon immer ein sportlicher Mensch gewesen bin oder auch immer noch bin. Unnötig die Zeit in irgendwelchen Meetings verschwenden, wo du dir selbst denkst, du hast jetzt hier einfach nur 2 Stunden deiner Lebenszeit verschwendet für nichts. Dann noch dieses ganze Schlechtreden und Lästern hat mich so richtig angekotzt. Und auf der anderen Seite, wo ich dann mal körperlich aktiv war, vor meinem Permakulturprojekt oder wo ich in Costa Rica war und da auf den Farmen ausgeholfen habe, da habe ich zum Teil sehr gefährliche körperliche Arbeit gemacht und das möchte ich halt auch nicht unbedingt, weil wenn mir da was passiert, dann ist es schon schnell vorbei und das halt noch bei schlechter oder gar keiner Bezahlung, das ist mir der Preis nicht. Und auch immer mal wieder der Faktor, dass halt sehr viele Leute mit meinem Essverhalten nicht umgehen können und auch mit meiner Lebenseinstellung. Da kommt es halt immer wieder zu Reibereien, kannst keine richtigen Beziehungen aufbauen und wirst dann mit der Zeit langsam von der Gruppe ausgeschlossen. Vater Russlanddeutscher, Mutter Russin, ist halt auch manchmal in der Zeit nicht so gut angekommen. Dann hier im wunderschönen Bayern, wo du gar keinen Bezug zu anderen bayerischen Leuten hast, du Hochdeutsch sprichst und überhaupt keinen Bezug zu der Kultur mit, ist auch immer ein nettes Erlebnis, dann die Toleranz von manchen bayerischen Mitbürgern zu bekommen, vor allem wenn du noch evangelisch bist. Alter, mit 10 Jahren heftige Diskriminierungen abbekommen von einem Klassenkameraden, mit dem du eigentlich gut befreundet bist, nur weil du evangelisch warst. Damals die Eltern mit finanziellen Problemen, konntest dir halt nicht immer alles leisten und wurdest halt auch deshalb gemobbt, weil du halt nicht die neuesten Markensachen holen konntest oder den ganzen Trends mitlaufen. Und in meiner Jugendzeit habe ich mich dann mehr der Schule und dem Sport gewidmet, anstatt wie die meisten anderen halt auf Partys zu gehen und sich zuzusaufen, zu rauchen, vielleicht auch noch zu kiffen. Das war jetzt nicht so mein Leben. Ich war einmal angetrunken, war für mich das fürchterlichste Gefühl überhaupt und das ganze Zeug schmeckt auch überhaupt nicht. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Und das bei den ganzen negativen Folgen? Nein, danke. Schon mein ganzes Leben haben sich Leute immer über mich lustig gemacht, eine Art von Mobbing durchgesetzt und auch ihre Verachtung gezeigt. Und das ist auch ein sehr wichtiger Grund, warum ich jetzt mich der Natur widme und auch der Permakultur, weil halt die Leute, die mich dann in einer Notlage aufgefangen haben, weil die meisten anderen, die Leute, die ich im Studium kennengelernt habe, alte Klassenkameraden oder alte Freundinnen, die haben mich alle im Stich gelassen in der schwierigen Zeit meines Lebens, sondern mein Vater, mein Bauernlehrer, mein Rohkostlehrer, die ja auch alle so traditionell sind, sich mit der Natur verbunden fühlen, da auch schon viel
selbst angebaut haben in dem Bereich, also schon selbst mal Selbstversorger gemacht haben und wissen, wie anstrengend das Ganze ist. Und noch mein Tai-Chi-Meister, der auch schon einiges durchgemacht hat und haben mir auch Zuspruch gegeben und habe ich auch letztens in der Natur festgestellt, dass er und auch noch eine sehr wichtige Erkenntnis, warum ich mich der Natur und der Permakultur widme. Einfach die Pflanzen und die Tiere, die sehen dich so, wie du bist. Die verachten dich nicht, die lachen dich nicht aus. Pflegst du sie gut, behandelst du sie gut, dann wirst du auch von denen dementsprechend behandeln. Die zeigen dir die knallharte und ehrliche Meinung und das schätze ich halt sehr. Und bleiben halt auch nicht nur penetrant aufs Oberflächliche haften. Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Das mit dem Stolz ist mir neu. Und falls das Permakulturprojekt nicht funktioniert, dann machen wir es so wie in der Natur. Tot. Alles oder nichts. So. Unter anderem liegt es in deinen Händen, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Kannst dir gerne auch hier diese weiteren spannenden Videos anschauen. Dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und halt auch gerne in der Videobeschreibung zum Beispiel meine Webseite auschecken. Vielen Dank und viel Spaß im Garten.